aus Seoul mal wieder. Ich bin in einer sehr lauten Gegend, wie ihr hört. Ich bin nämlich auf einer Messe hier in Seoul in Korea und ich habe jetzt Hunger und habe was entdeckt. Boah, mindblowing. Das in Korea. Ich habe einen Dönerladen hier in Korea gefunden. Und ich habe richtig Hunger, ich vermisse Döner. Jetzt werden wir mal zusammen testen. Wird dieser Döner genauso schmecken wie in Deutschland oder nicht? Korea, Döner, funktioniert das? Wir werden es ausprobieren. Let's go! Beim Bestellen, wie man schon hört. Hier kann man bestellen. Hier sind die Nummern, wo man dann weiß, wann das Essen dann quasi fertig ist. Hier sehe ich in der Küche Bedienungen und alle möglichen sind wirklich türkischstämmig, was anscheinend öfters mal bei der Bestellung kleine Kommunikationsprobleme gibt. Wir haben hier gerade einen kleinen Stau, aber so wie ich höre, können die echt tolles Koreanisch, besser als meins. Aber mit einem Akzent finde ich jetzt nicht schlimm, aber da sind Koreaner schon ein bisschen so ein klein picky. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt. Es riecht schon richtig gut und jetzt bestellen wir, ich glaube, den ganz klassischen. Einfach den ganz klassischen. Ich bin gespannt. So, keiner darf jetzt an diesen Tisch rankommen. Ich habe, jetzt komme ich natürlich an den Tisch ran. Ich habe nämlich heute keinen Handyständer dabei. Ich bin ja immer ständerlos, wie ihr in dem letzten Livestream aus Japan mitbekommen habt. Ich bin immer ständerlos. Problem mit meinem Ständer. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt einen richtig klassischen Kebab besorgt. Ein ganz, ganz netter Herr. Er ist echt super süß. Sie haben jetzt anscheinend gerade nur ein bisschen Probleme mit der Nummerierung, mit dem System. Er hat mir das jetzt hier auf den Zettel geschrieben, meine Nummer, ich bin 193 und jetzt warten wir. Ich habe ja schon in Tokio, wo ich letztens war, einen Kebab gegessen, da habe ich aber nicht gefilmt. Ich habe es einfach nur so gegessen, ich war einfach nur so glücklich. Es war ein ganz süßer kleiner Kebabstand zwischen Harajuku und Shibuya. Jetzt schauen wir mal, wie es natürlich in Korea ist. Bei dem in Japan war es schon so, es war viel Soße dabei, aber das Gemüse hat irgendwie gefehlt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier ist. Ich habe echt Hunger. Ich will jetzt mein Döner. Um ehrlich zu sein, das ist nicht der erste Dönerladen, den ich hier in Korea sehe. Ich habe nämlich in Itaewon, das ist ja der Ausländerviertel hier in Seoul und das die Partymeile. Und da habe ich schon mal einen Döner gesehen, aber es war einfach in dem Moment geschlossen und konnte das nicht essen, weil ich sehr früh dort unterwegs war. Also nein, ich bin nicht aus der Nacht gekommen und habe vor der Feier der 4 Uhr nachts einen Döner gesucht. Nein, nein. Nein, das ist nicht meiner. Ich war da um 11 Uhr morgens oder so, da haben die noch nicht geöffnet. Und deswegen könnte ich sie auch probieren. Aber oh, jetzt kommt mein Döner. So. Ganz klassisch auf einem dieser koreanischen Anti-Rutsch-Tabletts und groß eingewickelt. Das Brot haben die jetzt hier gewickelt. Irgendwie glaube ich, zum Essen ist es denen leichter. Also man kriegt sich klassisch so in einem Brot draufgeschnitten, rein essen und man sieht aus wie Sau. Ich sehe schon, wo die Servietten sind. Das ist schon mal ganz gut. Ich zeige euch jetzt schon mal, wie er hier drinnen aussieht. Er sieht schon echt geil aus, oder? Oh Leute. Ah, ich habe hier einen kleinen, ach, das ist ja praktisch. Leider viel Plastik, aber ich habe hier einen kleinen Schutz bekommen, falls unten was aufgeht. Jetzt würde ich sagen, die waren jetzt aber echt schnell. Das hat jetzt keine 3 Minuten gedauert. Packen wir den mal auseinander. Machen wir den mal knackig. Oh. Also, ich habe mir jetzt den klassischen geholt, den Mix. Und ich sehe schon, im Gegensatz zu den in Japan hat es hier schon wesentlich mehr, Gemüse. Könnt ihr das sehen? Es sieht gerade eher aus, als würde ich jemanden umbringen wollen mit meinem Döner. Aber ich müsste das jetzt eigentlich erst filmen und dann reinbeißen. Wir machen das mal hinten dran. Das Brot schmeckt schon mal richtig authentisch. Ich werde es jetzt mal auseinandernehmen für euch und werde eine Nahaufnahme machen. Oh, du armer kleiner Döner, es tut mir leid. Ich hoffe, ich kann den nachher dann noch gescheit essen. Ich habe ihn gerade auseinandergenommen und es sieht richtig lecker aus. Ich sehe hier auch eine Tomate.
Also falls ihr das auch seht, ich sehe hier sehr viel Kraut, Zwiebeln, Tomate, die Soße und unten natürlich das Fleisch. Es gibt hier, muss ich mal schauen, ob es hier auch eine vegane Version oder vegetarische Version gibt. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber es ist auf jeden Fall Halal. Das habe ich schon mal gesehen. Da haben sie jetzt auch ganz arg geworben. Das Fleisch hat eine richtig, richtig leckere Würze. Muss ich sagen. Ist auch gut durchgebraten. Ich zeige es euch hier nochmal. Ah, schmeckt richtig gut. Boah, lecker. Bin schon gespannt, wie ich da runter zu dem Gemüse komme. Also man merkt schon, dass es ein bisschen spartanischer gehalten ist als die deutsche Version. Die deutsche Version ist ein bisschen deftiger, extremer, fülliger, heavier. Das ist ein bisschen leichter gehalten und ich habe das Gefühl, ein bisschen kleiner. Aber es schmeckt super gut. Schaut euch an! So, jetzt tue ich den wieder zusammenwurschteln. Sah jetzt auf dem Video nicht so appetitlich aus, aber ich sag's euch, Leute, hier schmeckt hammergeil. Du kommst da mal rein. Ich werde jetzt da genüsslich mir es gönnen. Muss dazu sagen, das ist jetzt mein Geburtstagsdöner. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo mein Mann ist, der ich Geburtstag habe und esse alleine Döner, der ist da drinnen bei dem Event und muss arbeiten. Der muss gerade auf der Bühne stehen. Und ich gönne mir Döner. Also ich würde sagen, ich habe die bessere losgezogen. Ich habe jetzt auch gesehen, die haben da hinten eine Küche, da tun sie auch vieles vorbereiten. Der Dönerspieß und das Kochen, das machen sie aber vorne am Bereich des Eingangs, wo man auch den Dönerspieß sieht. Und ich muss sagen, hier steppt der Bär. Hier sind so viele Leute. Also die Schlange ist jetzt gerade mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Leute stehen da schon an der Schlange an. Also der Laden, der rockt hier. Koreaner lieben Döner. Läuft. Ich bin jetzt ein bisschen weiter unten gelangt. Und die Soße, die haben es ein bisschen an den koreanischen Gaumen angepasst. Die Soße ist jetzt hier ein bisschen schärfer, als es sonst ist. Oder vielleicht bilde ich es mir ein. Jetzt wird es aber ziemlich scharf hier. Wow. Döner ist doch eigentlich nicht scharf, oder? Koreaner lieben es ja scharf. Ihr Kimchi und alles Mögliche. Und das haben sie, glaube ich, an den Döner hier angepasst, auf jeden Fall. Und ich finde es auch nicht ganz schlimm. Ganz ehrlich. Die Küche sollte immer ein bisschen an den kulturellen Gaumen des Landes angepasst werden. Ist bei uns in unseren asiatischen Küchen ja genauso. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm. Trotzdem kann ich sagen, der schmeckt richtig gut authentisch. Geil. I love it. Ist wahrscheinlich gar nicht so sexy, wie ich das esse. Ah. Wenn ihr wollt, dass ich noch mehr Dönerläden in Seoul mal teste, gebt mir Bescheid. Dann mache ich eine zweite Döner-Tour. Kann ich eine Döner-Tour mit meinem Mann machen? Ich glaube, mein Mann hat noch nie Döner in seinem Leben gegessen. Wenn jetzt nicht so viel los wäre, und hier ist echt viel los, würde ich sie um ein kleines Interview bitten und fragen, so wie sie hierher gekommen sind, was sie so verschlagen hat, wie lange sie schon hier sind. Aber der Laden, der steppt, die kann ich jetzt nicht stören. Echt nicht. Was hat es jetzt aber alles gekostet? Mit dem aktuellen Rechnungskurs sieht es ganz gut aus. Also es hat 9.000 Won gekostet. Das sind ungefähr so ungefähr 7 Euro, 6,50 Euro. Ich blende es euch hier unten mal ein. Und klar, natürlich teurer ein bisschen als jetzt in Deutschland. Vor allem, also aus deutscher Sicht jetzt weniger, weil der Wechselkurs gerade so ein bisschen schlecht ist. Also schon ein bisschen teurer als in Deutschland. Aber ich muss trotzdem sagen, top. Hat jetzt ein Koreaner das Feeling von einem von türkischen Döner? Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Klar, es ist im koreanischen Gaumen angepasst, aber trotzdem mega lecker. Ein Daumen hoch von mir für diese Küche, für dieses Restaurant. Und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Deswegen auch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich wieder mal was teste, was es hier so in Korea gibt. Nicht liken und abonnieren vergessen. Wir sehen uns. Bye!